Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 5. Ja, das letzte Mal haben wir dieses Versteck hier auseinandergenommen oder gefunden und einen kleinen Helikopterrundflug gemacht. Heute. Ui. Was war das? Ich habe jetzt mal Herc mitgenommen und ja, mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Ja, okay, von mir aus. Wir haben noch weitere Vorteile, die wir machen können. Ich habe da im Vorfeld ein bisschen nachgeschaut, was was bringen könnte. Ich denke mir, die Führung wäre ganz gut. Dann haben wir noch 5 Punkte zur Verfügung. Leiser Sprinter wäre vielleicht nicht schlecht. Flinke Finger wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ich. Was ist das? Sprengmeister? Nee. Ich glaube, wir werden das jetzt mal machen und dann weitersehen. Auf der Karte sehen wir hier ist noch ein Versteck. Ich denke, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Der Helikopter, habe ich gerade geschaut, der ist nicht mehr hier. Also werden wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Oh. Oder wir nehmen einfach das hier. Aber Moment, wir können ja noch einen zweiten Helfer einsetzen. Oh. Den? Ja, auf die Seite zu weisen. Okay, bin drin und kann mich ansetzen. Los geht's! Ach, da unten ist es. Ihr merkt vielleicht, ich fahre ziemlich vorsichtig. Ihr wisst, habe ich ein bisschen Mühe mit dem Fahrzeug. Ja, hier noch was zu plündern. Ansonsten nicht wirklich was Interessantes. Also gehen wir weiter. Hier. Noch was? Ja, die müssen ja keine Angst haben. Was ist hier zu sagen? Unsere Leute haben bei einem Bunker einen Kerl gesehen, der Merchandise-Kram aus dem Fengzentrum verkauft. Sah echt fertig aus. Lass uns nachsehen, ob er Probleme hat. Okay, ja. Mal schauen, wo müssen wir hin? Wo sind wir gerade? Ist schon zu weit? Ach nee, da. Wir müssen sowieso ganz nach unten auf die Straße. Von dem her gehen wir einfach mal weiter. Ah, genau. Der eine Baum, der im Weg steht, den erwischen wir direkt. Das jetzt eigentlich looten? Nee. Aber theoretisch müssten wir noch ein paar Tiere überfahren. Das ist ein Aufsichtspunkt. Ah, das geht noch ein bisschen. Bin ich schon zu weit? Oh, vermutlich geht es eher da runter. Ja. Der hat auch noch was. Oder die hat noch was zu sagen. Sein Kumpel hat Sip zetern hören, er würde einen Angriff auf die Sekte starten. Sip ist mutig, aber auch verrückt. Wahrscheinlich braucht er jemanden mit Verstand als Helfer.
Okay. Oh. Das geht ziemlich weit durch. Schon wieder ins nächste Gebiet rein. Aber wir holen jetzt erstmal das da oben. Aber ich sollte eigentlich tot sein. Hörst du unterwegs? Nicht. Ach ja. Vor was rennen die denn davon? Vor dem kleinen Teddybär? Wir müssen in die Richtung. Ja. So, jetzt ist besser. Hoffe ich zumindest. Ja, hier ist wieder ziemlich steil. Ich hoffe, wir kommen heil unten an. Ja, es funktioniert. Okay, hier müssen wir wieder. Handschriften und Notizen, ich habe dich ausgesperrt, aber ich konnte nicht warten. Ja. Ja. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Okay, ja, wir müssen jetzt hier wieder einen Schlüssel finden. Das ist eine Art Schlüsselkarte. In welche Richtung müssen wir? Ja, in die Richtung. Zum Ausguck. Ja gut, gehen wir jetzt erstmal hin und schauen dann weiter. Hier hat noch jemand was. Jägern, die den Sasquatch gesehen haben wollen. Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Drüben bei der alten Radon-Mine läuft so ein scheiß Großstadtliberaler rum und brüllt den Leuten Befehle zu. Okay. Ach, da oben ist der Ausguck. Müssen wir wieder irgendwie hoch. Jacob ist tot. Ich habe gehört, das verdanken wir dir. Der Typ sieht genau gleich aus. Hier ist ein Wanderweg. Und hier gibt es ein paar Blutspuren. Wanderweg. Hier ist der Ausguck. Plündern voll. Ach ja. Tagebucheintrag. Gibt es jetzt eine Schnitzeljagd? Offenbar. So ein Rucksack. Und dann klettern wir mal hier hoch. Ja, der Kletterhaken hat sich bewährt. Ach, hier. Mal ein bisschen hin und her schwingen.
Vielleicht geht's. Okay. Können wir hier loslassen. Oh! Wir sind jetzt gerade ein bisschen auf der falschen Seite. Aber den Spuren nach sollte es stimmen. Ja. Oder? Was? Da geht's nicht. So. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Aber einfach mal hier hochgehen. Und da kommt man immer wieder. Ach, hier hätte man auch hochkommen können. Oh, gut zu wissen. Also muss ich hier runter? Was ist? Ach, da unten ist er. Jetzt haben wir den Typen gefunden. Hier ist er. Und da liegt auf die Schlüsselkarte. Aber auch anders hingehen können. Was war denn hier noch? Ja, okay. Ha. Müssen wir da durch. Ich nehme die mal wieder. Hier konnte man sich doch irgendwie abseilen. Das ist ein bisschen zu blöd. Oh. Hätte man einfach hier durchgehen können. Oh. Gut, das ist ein bisschen zu weit. Aber einfach runterspringen will ich auch nicht. Und hoch? Nee. Müssen wir dann nicht. Wir müssen hier runter. So. Ja, genau. Puma-Haut. Ja, theoretisch hätte ich hier jetzt mit dem Wingsuit einfach runterfliegen können, aber dann wäre ich vermutlich dann wieder weit übers Ziel hinausgeschossen. Keine
verkommen lassen. Da ist die Hütte. Zwei Vorteilspunkte. Das ist ich sehr gehe gut. Von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Ich habe sie zuerst gesehen. So. Und hier sind wir. Mal schauen, was es hier drin gibt. Nehmen. Vorteilsheft. Drei Vorteilspunkte. Du musst den rasieren, es ist zu heiß jetzt. Da ist noch was. Hier ist Bogen. Munition. MP-Munition, mal wieder. Wie sieht's eigentlich? Das ist voll. Das auch. Ja, okay. Ich glaube, die machen uns irgendwie nicht. So. Hier können wir auch noch kurz aufmachen, dann haben wir das gleich auch. Ja, mal schauen, was es sonst noch hier gibt. Das ist eben die Quest, die ich meine. Ja, und hier sieht man alles voll von hier alles dieselbe Quest. Hier auch Konvoi machen. Das auch, hier auch. Alles dieselbe Quest. Sogar hier. Oh. Da hat sich sogar was verändert. Darum sage ich eben, die Quest müsste man endlich mal abschließen können. Wo sind wir hier? Ich versuche mal ein Fahrzeug zu finden und. Ich habe so eine überlebensgroße Zahnbürste zu Hause, wenn du sie willst. Und ich habe der Kirmes gewonnen. Dann habe ich auch noch so eine lustige Brille. Über den bestimmt stehen. Mal schauen, vielleicht können wir sie auch mit dem überfahren. Einfach mal in die Richtung. Wo sind die Tiere? Fleisch von Überhofer. Ja. Okay. Das hat mich jetzt gebracht. Oh. Wollen wir mal mit dem. Die Tage waren hier früher viel stiller. Hallo, einer unserer Patrouillen wollte einen Turi vor Eden's Gate warnen, aber mit dem war nicht zu reden. Er sagte, er hätte schon Piraten und blutrünstige Diktatoren überlebt und wegen einer Sekte würde er sich nicht ins Hemd machen. Er ist wahrscheinlich tot. Feuer. Es gibt nur eins, was gefährlicher ist als Kultisten. Fetter alter Bär. Was für ein wunderschöner Bär. Ja, der Cheeseburger ist richtig schöner Bär. Und auch Teddybär. Ich liebe Angeln, vor allem wenn ich was fange. Was ist das für eine Waffe? Ach, das ist nur eine normale Schrotflinte. Die haben wir auch schon. Oh. Was wird lustig? Spiel mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Du kannst gut fahren, Bruder Koala. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, ich habe.
hab's mir ausgedacht. Aber das bist du. Du, der Mörder. Ansonsten gehen wir einfach mal weiter. Hier gibt es ja noch eine Quest. Hier ist auch noch was. Oh. Oder hier. Wie lange haben wir noch Zeit? 10 Minuten. Ja, kommen wir. Wir fahren jetzt einfach mal hin und dann sehen wir weiter. Vielleicht finden wir unterwegs ein paar Tiere, die wir überfahren können. Ja, gut, dann halt nicht. Die haben hier auch noch was zu sagen. Der alte Rattler ist ein richtiger Kriegsheld. Trotz seines Alters geht er keinem Streit aus dem Weg. Ich hoffe, er hat keinen mit Edens Geld angefangen. Wo ist die? Ach, hier hoch. Was wollen die überhaupt mit den ganzen Wackelköpfen? Allmächtiger, ich hoffe wirklich, du bist hier, um zu helfen. Ich bin übrigens Dave, Dave Howler. Wade und ich leiten das Fangzentrum gleich die Straße runter. Ich sag dir was. Wade kümmert sich nur um die Tiere. Ich hingegen befasse mich tatsächlich mit den Verkäufen. Besonders diese Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren. Das war meine Idee. Und dann hat Jacob praktisch alles mitgenommen. Ich hatte Glück, mit dem bisschen zu entkommen. Das wirkliche Problem ist aber, dass sie meine Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren geklaut haben. Hast du eine Ahnung, was die wert sind? Das sind verdammte Sammlerstücke. Ehrlich, die sind total beliebt im Ausland und so selten. Ich wäre reich, wenn ich die online verkaufen würde. Also, wenn wir je wieder Internet haben. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sie aussehen, dann findest du eine da drüben auf dem Tisch. Ist die einzige, die die Schweine gelassen haben. Bastard! Oh mein Gott, du hast welche gefunden! Bitte, was auch immer du tust, finde auch die anderen. Danke, Kumpel. Ja, ich wollte gerade sagen, ein paar haben wir davon schon gefunden. Das ist ein amerikanisches Tier! Der wird den Hintern mit Kanickeln haben. Hier ist noch hier Saustall. Ja, also hier ist dann wirklich nur die Quest, damit wir die Wackelkopfpuppen hier finden können oder sollen. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich Interessantes. Ein paar davon haben wir ja, aber ja. Merle, ich glaube, das ist schon wieder im nächsten Gebiet. Hier ist aber noch was, ein Versteck. Ich dachte, ich hätte da noch was gesehen. Oh, da vorne ist es. So.
Ach, da unten wäre noch ein Auto. Mal schauen, vielleicht können wir das nehmen. Ja. Komm, steig rein. Von holprigen Straßen kriege ich immer Blähungen. Mach mal ein Fenster auf. Eigentlich sollte es uns dahin bringen. Ein Freund von mir ist so ein Prepper. Er meint immer, das Ende der Welt ist erst der Anfang. Gibt es da eine Straße durch? Nee, gehen wir hier zum Hafen, dann können wir da durch. Dann hat er mir seinen Bunker gezeigt. Die Richtung. Voll mit Büchsen. Also, eine Diskussion kann vermieden? Scheiße, nein. Und hier gibt's sogar Boote. Boot kaufen, haben wir eigentlich schon was? Ah, genau. Nehmen wir doch. Bergungscamp. Okay. Bergungsgenehmigung. Der dazugehörige Schlüssel hätte man noch nicht gefunden. Ja. Müssen wir tauchen. Im Suchgebiet. Hier ist noch ein Rucksack. Da vorne ist ein Ballon. Hier unten ist was. Da gibt es hier sonst noch was. Da könnte noch was sein. Aber der Schlüssel nicht. Ah, was ist das? Nee. Wo ist... Irgendwo gibt's noch was. Den bauen wir bei dem und da ist noch was. Nichts. Na los, auftauchen. Na gut, okay. Ich beende die Folge damit. Das nächste Mal suchen wir den Schlüssel. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.